So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus auf meinem Kanal PS Frankenstein. Ja, wir waren letztes Mal hier am Münztelefon stehen geblieben, wo ich leider auf den Desktop geflogen bin, deswegen nicht weiterspielen konnte. Diesmal werde ich noch ein bisschen längere Folge machen als Ausgleich für gestern. Ja, wir haben uns gerade die Münze zurückgeholt und jetzt wollte ich wieder zurückgehen zum Kaffeeautomaten, wo wir letztes Mal schon den Becher reingestellt haben, damit wir diesmal auch den Kaffee kriegen. Also zumindest meine Hoffnung so. Ich denke aber, das wird auch so funktionieren. Und den werden wir dann dem lieben Bienenmann hier bringen, in der Hoffnung, dass er dann zufrieden ist und wir von ihm die Fahrkarte kriegen und mit dem Wäschelift nochmal eine Runde fahren können. Wir waren ja das letzte Mal, beziehungsweise das letzte Mal schon vor einiger Zeit, relativ weit oben bei den hinten, wo auch der Wäschelift war. Ich denke, da können wir auch wieder hin. Und dann können wir mal weiterschauen. Vielleicht funktioniert es. Kaffee. Vielleicht funktioniert. Vielleicht siehst du auch da unten die Leute mit dem. Wie heißt der da mit dem Löffel gräbt? Der mit dem die Schaufel irgendwo anbringen können, wenn wir einen eigenen Löffel haben. Und den hier mit dem Barmann getauscht haben. Aber jetzt versuche ich erstmal dem Bienenmann den Kaffee zu geben. Hier, Bienenmann. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Ohrenschmalz. Da war ja was. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst, Ronja. Ich mach dann mal eine Fliege. Kurze Idee. Kann ich den Ohrenschmalz mit Droggy tauschen? Geht das? Mag Droggy Ohrenschmalz? Also ich persönlich würde es nicht so anmachen, aber es kann gut sein. Fragen wir einfach einen Droggy, ob er Ohrenschmalz mag. Mit Droggelbecher. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Etwas Ohrenschmalz gefällig? Fantastisch! Der Becher ist randvoll. Und es ist sagenhaft bernsteinfarben. Trotzdem muss ich passen. Ich ernähre mich nicht mehr von fester Nahrung, spätestens seit eben gerade. Bernsteinfarben. Unser lieber Prof, der wollte doch aus Bernsteinfarben irgendwas züchten. Dann kriege ich ein Sofakissen von ihm. Und mit dem Sofakissen können wir jetzt auch zum Droggelbecher. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus den peruanischen Bernsteinminen. What a pity, da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Deno-Zucht-Programm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber such ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Deno-Army über die Globus marschieren. Okay, jetzt müssen wir irgendwie. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus den peruanischen Bernsteinminen. What a pity, da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Deno-Zucht-Programm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber such ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Deno-Army über die Globus marschieren. Was für ein Einschluss kriege ich da jetzt rein? Ja, womit kriege ich den Einschluss rein? Ich übersehe irgendwas. Irgendwas übersehe ich. Rede nur noch um Juppie. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Oh, er ist weitergekommen. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Was kann ich jetzt noch damit machen? Wo kriege ich jetzt noch eine Fliege oder sowas her?
hier irgendwas? Fingerfood. Peter und Peter. Kann ich vielleicht den Lichtschalter mal machen? Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Okay, leider auch nicht. Was mache ich? Also, ich will jetzt ja weiter, aber irgendwie auch nicht weiter. Kann ich da? Wachslachs, Wachslachs an der Wand. Wer ist die wachsigste im ganzen Land? Die Wachsstifte kommen recht wachsig mir vor. Doch wachsiger noch ist das Wachs aus dem Ohr. Ja, das weiß ich auch schon. Die kriegt einen Einschluss rein. Ich bevorzuge Salsa. Ich mag Rumba. Harvey, das wusste ich ja gar nicht. Weil du mich nie führen lässt. Das interessiert mich aber auch nicht groß. Kann ich da noch eine Münze reinmachen? Ich dachte Münze, aber egal. Ich habe ja... Wahrscheinlich habe ich genug Münzen. Ansonsten fehlen mir jetzt echt die Ideen, weil... Dem kann ich nichts, dem kann ich es geben, dem Prof kann ich es nicht geben. Nicht. Okay. Was mache ich jetzt mit dem Ohrenschmalz? Zum Trocki kann ich es nicht andrehen. Im Aluminium kann ich es nicht andrehen. Kann ich zum Aluminium Telefonhörer andrehen? Wenn du einen direkteren Draht zum Äther haben willst, dann brauchst du dieses Telefon. Ich glaube nicht. Schade. Noch direkter könnte mein Draht kaum sein. Ich habe quasi eine DSL-Standleitung. Kann ich einen Trockelbecher des Telefonhörer andrehen, zufällig? Ja? Hallo? Für dich? Trockelbecher? Trockelbecher? Und? Trockelbecher. Ja, die finde ich auch lästig. Hallo? Trockelbecher. Ist das dein Name? Trockelbecher. Darf ich da nicht rein? Trockelbecher! Aber ich brauche eine Audienz beim König. Trockelbecher! Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Können wir Zickzackschere? Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Zickzackschere. Trockelbecher? Ach so, verstehe. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Ja, super. Das ist jetzt so einfach, wenn ich dem Bienenmann die Zickzackschere gebe. Hey, Juppi! Ich hab hier etwas, das dich sicher aufmuntert. Lass mich in Ruhe. Kann ich vielleicht beim Barmann irgendwas eintauschen? So langsam gehen mir echt die Ideen aus. Zur Tür zu gehen. Das ist nur das Regal, das ist der Schlüssel. Kann ich den damit beeindrucken? Eine Lieferung für den Barmann. Was soll das sein? Bernstein? Fast. Es ist Ohrenschmalz. Seltsam. Sieht aus wie Bernstein. Wie auch immer. Für Ohrenschmalz habe ich keine Verwendung. Mein Vorrat reicht noch für mindestens 3 Tonnen Stinktränk. Aschenbecher. Warte, großer Aschenbecher. Große stand da oben. Vielleicht können wir mit dem Aschenbecher als Einschlüsse, also die Zigarettenasche, Kippenstumm als Einschlüsse. Ohrenschmalz mit
Aschenbecher. Ich hab's. Das Zauberwort heißt Ohrenschmalz. Hör mir zu, es ist ganz simpel. Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Gut, wie komme ich jetzt weiter? Kann ich Ketchup reinmachen? Ein klitzekleiner Schuss wird wohl nicht schaden. Delikate Mischung. Ein klitzekleiner Schuss wird wohl nicht schaden. Delikate Mischung. Sie ist bis zur Tür gekommen, aber jetzt hat sie ein Problem. Ja, habe ich den Papierschnipsel eigentlich, ne? Das klappt. So. Es will mir einfach nicht über die Lippen. Kann ich mit der Zickzack-Schere? Cocktailkarte, Comic-Heft. Das habe ich schon versucht. Huh, da steht schon was drauf. Vorsicht, Frank, in Spiegelschrift. Seltsam. Was kann ich da machen? Kann ich ihm übrigens einen Telefonhörer wiedergeben? Funktioniert das? Ich kann dich einfach nicht leiden sehen. Willst du dein Telefon zurückhaben? Dafür ist es zu spät. Mein Leben ist verwirkt. Oh. Schade. Wie krieg ich das noch was rein? Dem Ohrenschmalz. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus dem peruanischen Bernstein-Minen. What a pity, da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Denozucht-Programm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber such ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Dino-Army über die Globus marschieren. Ich muss irgendwie. Ich kann alles kaputt machen hier. Es könnte auch ein Behälter für Wattestäbchen sein. Für Benutzte, ja. Es könnte auch eine Abschlagstelle für Polobälle sein. Ja. Das Teil zu treffen könnte das Grundwasser auf Jahre hinweg mit Nikotin verseuchen. Das ist nicht das Problem. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. Schade. Der Fußnagel schaut gerne Thriller. Die sind so spannend. Ich könnte mich selbst abknabbern. Ja. Steckdose hat mich gerade auf die Idee gebracht.
Teilchen Aluminium irgendwie ein bisschen einheizen, nenne ich es einfach mal. Hey Alu! Hallo Edna, was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los! Ich höre dich gern zu mir, Droggelbecher lässt mich nicht durch, das könnten wir mal versuchen. Ich würde gern zu ihm, aber Droggelbecher lässt mich nicht durch. Ja, ja, Droggelbecher ist genauso unnachgiebig, wie sein Eindruck auf das weibliche Geschlecht groß ist. Mach dir keine Hoffnungen. Die Frauen liegen ihm in Scharen zu Füßen. Vielleicht liegt das an diesem intellektuellen Touch, den er ausstrahlt. Er ist sehr belesen, unser Casanova. Und sehr schlagfertig im Smalltalk. Aber auch wenn er rein äußerlich wie ein verwegenes Raubbein wirkt, ist er doch sehr sensibel. Aber wie komme ich an ihm vorbei? Wenn der König ihm aufgetragen hat, niemanden einzulassen? Niemals. Er ist die treueste Seele, die ich je kennengelernt habe. Allenfalls einer übergeordneten Autorität würde er jetzt noch Zutritt zum König gewähren. Sprechen wir über was anderes. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ich muss langsam wieder mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Kann ich Harvey mit der Lampe benutzen? Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. So, eine Taschenlampe also. Frage ist nur, woher? Hier ist noch ein Spiel. Ohren auf. Was könnte dreckig sein? Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Und? Eigentlich bin ich ganz froh, dass das nicht auf der Karte steht. Ja, glaube ich dir. Trotzdem war es ein Versuch wert. Nein. Ich würde den Ohrenschmalz nur ungern lose in der Tasche transportieren. Schnell noch einmal umrühren, bevor sich zwei Phasen bilden. Ich bin echt ratlos. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll noch. Beziehungsweise wie ich weitermachen soll. Den kann ich glaube ich auch nicht im Ohrenschmalz eindrucken. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Sehr schön. Versuche ich es da nochmal. Kann ich mit dem Fingerfood? Ein klein wenig davon kann ja nicht schaden. So, hat's was gebracht? Nein. Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier.
Mittlerweile weiß ich, wie ich alles kaputt machen kann. Comic mit Ohren. Auf diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar seine Wattestäbchen. Ist echt frustrierend gerade. Regal. Staffelei. Regal, Bienenmann. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Ich kann dich nach dem Ohrenschmalz fragen. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Wo kriege ich Brettreck oder sowas hin? Ich habe gerade echt keinen Plan mehr. Nein, das wäre ekelhaft. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Ich habe mir schon gedacht. Habe ich einfach irgendein Sofakissen oder sowas. Und dann muss ich den Professor weglocken. Da brauche ich ungefähr einen Schlüssel. Nein, dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Hui, es glitzert Bernsteinfarben. Was soll das? Siehst du nicht, dass er Angst vor Licht hat? Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Ja gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge weiter. Vielleicht bin ich bis dahin auf eine Idee gekommen, wie ich weiterkomme. Ansonsten, wenn ich nächste Folge wieder nur rumexperimentiert habe, muss ich wohl doch mal die Lösung schauen. Weil ansonsten habe ich keine Idee mehr. Aber bis dahin ist noch eine Folge hin und vergesst nicht, mich zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mich auch auf Twitter finden oder auf Facebook oder meine Website besuchen. Bis dahin, ciao!